10 oder 2x11 Kilometer, aber 2x12 ist das eine komplett. Jetzt läuft er, jetzt nimmt das auf. Jetzt läuft er. Ach Gott, Kinders. Ja, jetzt hatte ich gerade mal wieder so ein so Worst Case, muss ich sagen. Wir sind jetzt schon über eine Stunde am Laufen. Wir sind 6 Kilometer. 6 Kilometer. Und irgendwie ist die Kamera nicht gestartet. Ja, warum auch immer. Tja. Du kannst ja nur den Power-Button nicht gedrückt haben. Sehr viel Spaß von uns verpasst. Ja, heute war es echt gut. Heute war es lustig. Ja, dann nochmal kurze Einweisung hier. Sind hier in Bielefeld, Olderdissen, am Tierpark gestartet und sind natürlich schon 6 Kilometer gelaufen, mitten im Wald. Gewandert. Nein, wir sind ja keine Läufer, wir haben gewandert. Und ja, ärgerlich. Naja, kann man jetzt nicht mehr ändern. Der Akku ist zwar trotzdem weg, warum der auch leer war, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Naja. Ja, weil der die ganze Zeit online war und auf den Startbefehl gewartet hat, aber der kam vom Startknopf nicht, weil der Kamerabediener nicht gedrückt hat. Ich hab gedrückt, du Lappen. Ah, okay. Naja, gut. Jetzt müssen die Leute halt mit dem Rest zufrieden sein. Ne? Ja. Wenn wir uns noch Mühe geben. Wenn wir uns noch Mühe geben. Ja. Also. Ja. Die warten sonntags auf dem Sofa, auf unsere Tour, von letzter Woche immer, ja. Können nicht gucken hier, doch. Mann. Ja. Wir müssen doch mal jetzt DSDS gucken, die Wiederholung, oder was weiß ich. Ja, ich würde sagen, ihr guckt euch noch mal eine alte Tour von uns an, hier. Ja. Dietrichsburg, oder, auch sehr schön. Oder, wie heißen die, Dörntrupper Felsen. Warte mal, ich will auch ein bisschen grün mitnehmen. Ein bisschen Grün will er mitnehmen, das okay. Das sieht ja so schlecht aus. Ja. Naja, Gegend ist nicht schlecht hier, muss ich sagen. Kann ganz gut laufen. Waren zwar auch viele Bäume hier umgeknickt, wie in allen Wäldern zurzeit. Wohin hätte Aachen sich fast wieder hingelegt? Das ist Blödsinn, das wollte ich nicht glauben. Du mal Sau. Er konnte dich noch mal fangen. Ja, und wir sehen überall noch Schnee hier. Na gut, naja, machen wir jetzt den Rest mal weiter. Juli, wir hatten Scheiße. Juli auch noch Schnee haben. Oh, der tolle Fernsehturm hatten wir, einen riesen Fernsehturm. Jo, naja. Fernmeldeturm. Ich meine, die Bilder. Höhe 162 Meter. Naja, wir haben doch die Bilder, haben wir. Die Bilder könnt ihr euch angucken. Die Bilder haben wir. Aber bei Komoot sind die auf jeden Fall, könnt ihr euch die Bilder angucken. Ja. Also der war schon sehr, sehr hoch, muss ich sagen. Also auf jeden Fall. Drei Jungs von eben. Ja. Ja, die sind ja oben den Kammweg gegangen. Ja. Hab ich ja gesagt. Ja, wir hätten ja ein kleines Päuschen gemacht hier. Ja, sind sie sich nicht einig, wo sie lang gehen wollen, oder? Ja. Das sind Wanderkollegen. Leicht. Vielleicht auch nicht. Mit Zigaretten. Mit Zigaretten. Zumindest ein Raucher ist dabei gewesen. Ja. Ja, jetzt wissen sie nicht, wo es weitergehen soll. Ja. Komm, die ja. Ach, wo bist du denn jetzt her? Hoch. Natürlich hoch. Mahlzeit. Ja, da soll noch einer durchsteigen hier, wenn ich ab und zwar irgendwo hingeht. Zur Berghütte, Schwedenschanze oder was? Ja, da kommen wir vorbei. Okay. Aber auch die ist uns verboten. Die ist verboten? Nee, natürlich dürfen wir die nicht nehmen. Aber das hatten wir vorhin schon mal gesagt, was wir ja nicht aufgenommen haben. Ne? Wir haben ja gewisse Richtlinien. Ja, die sind jetzt erstmal wieder verloren.
Ja. Also Gaststätten betreten, nur am Ende der Tour. Ja. Wir sind ja nicht zum Vergnügen hier. Genau, kein Nahrungsmittelverzehr während der Wanderung. Nur Wasser ist erlaubt. Während Tageswanderung. Ja, während Tageswanderung. Genau. Die Jungs biegen ab nach unten. Nach links. Vielleicht ist der Berg hierhin zu schwer. Und dann auch so ein bisschen unentschlossen. Ja. Moin. Das ist jetzt aber was? Gut anstrengend. Jo. Wir fahren hier jemanden. Vier Meter noch. Wie viel? Vier. Vier Meter? Haben wir zumindest die 300. Okay. Na, da hinten ist das Ziel. Oder? 97. Zumindest schon mal eine Hütte. Ja, das wird knapp. Ich werde so die. Doch, vier Meter sind das. Drei Meter? Drei Meter noch. Ja. Zwei. Zwei Meter rüber noch. Ja, ja, die kriegen wir schon. Was mit deiner Verwandtschaft? Die heute nicht unterwegs? Weiß ich nicht, genau. Ich hab noch nicht geguckt. Weiß nicht. Schwedenschanze. Ja. Ablichten. Ja. Ja. Einer meiner Freunde. Ja, mal wieder. Thomas. Müssen wir das haben? Ein bisschen, ja.
in so einem Baum sind, wenn sich das nicht bewegen lässt. Was für eine Schanze ist denn das? Eine Skischanze oder was soll sie sein? Ein Ausblick, einfach nur ein Ausblick. Ach, nur ein Ausblick, oh mein. Ach Gottchen, immer mit ihren Ausblicken hier. Kaiser Friedrich Gedächtnishütte. Die alte Wallanlage, 15 südlich, im Volksmund Schwedenschanze genannt, entstand vermutlich erst um 1673. Die Schutzhütte wurde von... Alter, hast du sie noch alle? Spiegelte, warum haben die einen scheiß Plexiglas? Ja, weiß ich auch nicht. Weil es billiger ist wahrscheinlich. Naja, gut. Komm, dann muss ich doch noch mal... Ja, aber das ist doch schon ein Highlight, oder? Ja, das ist ein Highlight. Schöne Aussicht, schön weit. Nicht so viel. Wir wollen nicht übertreiben hier, sonst glauben die noch, das Bild wäre gestellt. Genau, gestellte Bilder wollen wir nicht. So. Mal gucken. Hä? Osterfeuer ist genehmigt. Heute ruhig hier. Keiner am Wandern, ne? Andreas? Liegt wieder auf dem Sofa. Warum? Alles schon vorbei. Ja, halten alle sehr lange durch. Ne? Ja, mal gucken. The Rose sieht sich gerade in der Foto. Na super. Ja. Ach, nix. The Rose. The Rose? The Rose. Der Rabe. Nee, die Rose. Nicht the Rose. Die Rose. Genau, die Rose. Genau, die Rose. So, lass uns mal. Aha, können wir weiter. Danke. Guck mal. Oh, das ist ja eine Bünder. Ey, eine Bündernummer. Nur 523? Ja. 625, so. Herr von der Pilz. Ja. Was steht hier? Warte. Ja, du hast doch schon die andere Seite. Weißt du, ich bin pedantisch. Ja. Du musst alles. Ja. Seine Gerechtigkeit und seine Ordnung haben. So. Was steht denn hier drauf? Hier Kaffee, Traume. Bad Rothenfelde, 20 Kilometer. Bilon, da war ich schon. Südpol, da war ich noch nicht. Ach, da warst du noch nicht? Nein, da war ich noch nicht. Bei dem Café war ich auch nicht. Okay. Iselhorst waren wir auch noch nicht, ne? Gütersloh auch nicht, dann haben. Herzebrock, waren wir das schon mal? Von Wirkung Dortmund, das ist alles schon wieder ein bisschen weiter. Brüssel. So, von mir, Halle, da waren wir doch letzte Woche, ne? Nein, letzte Woche waren wir Hüllhaus. Vorletzte Woche waren wir da, sowas. Kann schon sein. Ja, ich gehe schon mal weiter hier. Ja. Ich muss sagen, in der Sonne ist das schon richtig warm, ne?
verdreht, der Baum. Hier, deine Vögel zwitschern auch schon wieder. Deine Kumpels. Ja, die sind doch um 2.30 Uhr aufgestanden. Hast du doch letzte Woche hast du das nicht gelesen. Habe ich nur heute, ne, gestern habe ich mir das noch nicht gelesen. Siehst du? Ja. Mal fragen, welcher Biologe das wohl untersucht hat. Er hat die ganze Nacht gewartet, bis sie aufstehen und dann aufgeschrieben, ach, das Ruhrkätchen steht um 2.30 Uhr auf. Das ist so schnell gemacht, sowas. Brauchst du nur aufnehmen? Ja, aber alleine. Ach, wer kommt auf solche Ideen? Ich weiß es nicht. Das ist doch interessant. Ach, ist das so. Wie heißen die Jungs? Was? Diese Vogelkundler, ja, ich weiß nicht, Biologen, die heißen, nein, ich weiß, die haben speziellen Namen. Ja, du könntest jetzt ja Google fragen, ne? Ja, aber machen wir jetzt nicht. Wir müssen uns gleich überlegen, wie wir weiter verfahren. Wieso? Vielleicht kommt ein so ziemlich der Wendepunkt. Wollen wir gleich schauen. Die Wende? Gleich kommt die Wende. Die Wende. Die Wende war doch 1992. Ich glaube eher 1990. Ach, ist doch egal. Ich will mich jetzt nicht auf ein Jahr festlegen. Oder zwei. Also, du hast einen Splitter in der Hand. Da muss ich dich verarzten. Ich habe das Medipack vergessen. Das Medipack habe ich im Auto gelassen. Denk daran. Stabil. Auch hier geht es ziemlich glatt runter. Ja, wir können jetzt mal gucken, ob wir jetzt die Tour ändern, verlängern, verkürzen, verdrehen. Ich sehe nichts. Gucken wir uns mal an, was Achim hier verdrehen, verlängern oder verbessern will. Da gibt es noch einen Gipfel. Nicht wichtig. Ja, hier ist nicht viel in der Nähe. Wacholderheide, Wanderhighlight, Wacholderheide. Schöne Heidelandschaft. Von wo kommen wir? Wir kommen jetzt von da. Wir kommen von da. Ja, wenn man ist da einmal so. Müssen wir wieder zurück. So. So, dann können wir hier können wir lang gehen. Naja, das ist ja mit, das ist ja. Das ist ja fast Straße. Das ist ja. Straße nicht, da ist ja kein Grau. Oder? Ja, entweder gehen wir noch eine Tour weiter, drehen da oben rum. Hier oben drehen wir rum. Ja. Hier gehen wir lang. Komm. Ja. Das ist nochmal eine Verlängerung von. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Muss ich aber nicht hinzufügen. So. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt erstmal hier runter. Ich muss jetzt erstmal hier gucken. Was? Was jetzt? Lass uns erstmal runtergehen nachher. So, da ist er wieder. Ich hab ihn wieder. Ja, das ist eine Verlängerung von 2 Kilometern. Ja, gut. Das ist in Ordnung. Bloß nicht noch. Okay,
So viel Gerolle hier. Das ist ja normal, ne? Das ist so, das schafft euch ja nicht. Nee. Mahlzeit. Alter, wie ist denn welche, die mit Büchern durch die Gegend rennen? Ja. So, eigentlich sind wir 30 Meter rechts, aber wir gehen ja weiter. Hep. Miteinander geht mehr, ja. Ja, guck mal, das ist Achim links, ja, mit seinem Stöckchen. Ja. Aber Achim, wir müssen dir noch so eine Mütze kaufen. Was? So eine Mütze brauchst du noch. So ein Käppi. Ich meine, so ein französisches Barett. Hier, ja, hier sind die Wacholderheiden. Da machen sie den Gin. Steinhäger. Guck mal. Was denn? Guck mal hier. Wohin zurück? Wir müssen eigentlich, glaube ich, jetzt gerade. So. So schön hier, die Schuhe gerade. Hier ist eine Wacholderstreuer. Hier kannst du jetzt noch nicht, kannst du nicht pflücken. Hier ist auch der Gipfel. Noch ein Gipfel. Hier ist der Gipfel. Ach, da hinten ist ja noch ein Gipfel. So, jetzt können wir hier erstmal. Hier können wir jetzt erstmal einen guten Kilometer da raus. Ja. Fast wäre es so weit gewesen. Ja. Und wieder nicht auf. Auf dem Material aufgenommen. Ja, ja, so ist das halt. Hallo. Na, ist das aber schön hier mit der Sonne, ne? Jo. Das erinnert schon ein bisschen am Frühling hier. Ich gucke da, die Sonne von hinten. Das ja, stimmt. Ja, stimmt. Der blaue Himmel dahinter. So langsam wird das. Das soll sowieso nächste Woche wärmer werden, ne? Das muss ja auch in 3 Wochen bis 20 Grad sein. Ja, da träum weiter, das glaube ich nicht. Das darf maximal. Immer gutes Wetter. Ja, ja. Urlaub haben. Ja, ja, aber. Ich will ja meinen Mantel tragen. Nee, ne? Nicht. Und deswegen maximal 5 Grad plus. Nein. Ich will mal deinen Mantel noch. Nein. Mensch. Und lass mich doch meinen Mantel tragen. Den kann ich auch bei 20 Grad plus tragen, ne? Ja, ganz auch.
die Kamera? Keine Ahnung. Ich halte es jetzt einfach mal so hier hin. Ja, wie eben. Wir haben, ne? Eben lief sie. Also warum soll sie jetzt nicht laufen? Oregon ist das. Ja. Im März. Ja, wir haben das mit dem Kühl die Sonne. Und wir haben noch nicht rausgeholt. Ist wahrscheinlich so. Kilometer sind eingehen. Steht vom letzten Mal noch auf 15,5 oder so. Aber die werden wir sicherlich erreichen. Wir sind ja jetzt schon bei über 8. Ja. Muss aber aufpassen. Auf jeden Fall müssen wir rechts, ne? Ja, genau. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Aber da gibt es ja eine blöde eine Abzweigung, die müssen wir kriegen. Sonst laufen wir auf der Straße um nicht zu. Da ist aber noch ja, 300 Meter. Dann kommt eine Giebelung mit 1, 2, 3, 4, 6 Stück. Bis zur 6er Giebelung. Da müssen wir den richtigen nehmen. Da gibt es 3 nach rechts. Oh. Nicht gut, ne? Ja. Aber nur weil abgeholzt ist. Ah, hier. Das ist das Sägen, ne? Sägespäne. Ein schöner Baum. Guck mal, wie fest der drin ist. Tja. Tja. Nur sein, wenn er einseitig gewachsen ist, eigentlich, ne? Wenn er sich den Wind übergewicht kriegt. Genau. Schwerpunktmäßig. Dass er so ja am Stamm bricht. Oh, also, der wird nicht so schnell umkriegen in der Mitte. Der geht noch. Ja, der daneben. Der hat den Boden richtig verankert. Kommt wieder der Förster bei mir raus. Ach so, ja. Wir haben ja einen Förster in der Familie. Habt ihr? Ja. Guck mal. Min Lübbecke ist da zuständig. Was ist das? Bruder von deinem Vater oder was? Oder? Was? Oder ein Cousin von dir? Ja, ein Cousin von mir. Und meiner Mutter, der Bruder, der Sohn. Ach so. Ja, früher waren wir immer zusammen im Wald, haben Buden gebaut. Aha. Ja, und der hat ihn sich dann jetzt, da muss dann wohl eingeschlagen. Ja. Ach so.
das ist kein schlechter Job. Nein, das ist, aber da gibt es wahrscheinlich... Die verdienen ganz gut. Ja, da gibt es wahrscheinlich auch nicht so viele. Also die musst du schon Glück haben, wenn du so einen kriegen willst. Auf jeden Fall. Hallo. Hallo. Und ja, Spaß hätte ich damit sicher auch dran. Also ich auch. Jetzt, also wenn ich recht überlege, ist den Beruf verfehlt. Ja, das lohnt sich aber nicht mehr. Ja. Das stimmt wohl. Das kann ich nur noch ehrenamtlich diesen Markt kaufen. Das stimmt. So ist das. Im nächsten Leben vielleicht. Ja. Irgendwas klüger. Das wage ich zu bezweifeln. Hier wird ja alles wieder auf Null gestellt. Sagt das. Einmal resettet und dann. So, hier ist richtig hier was los. Da sitzen welche, da kommen welche. Da ist das unsere Giebelung. Das müsste das sein. Hier geht's. Hier müssen wir jetzt hier wahrscheinlich schon rechts, oder? Oder da unten rechts? Ja, die Giebelung ist es. Aber ich guck mal, wie hier noch. Nee, wir müssen einen weiter. Nicht hier, sondern einen weiter. Und sonst müssen wir eine Riese, können wir auch machen. Dann machen wir natürlich, gehen wir wieder 300 Meter und dann gehen wir. Nee, wir nehmen den immer nicht. Hast recht, wir nehmen den hier. Den zweiten, ich sehe den bei mir, ist auch eingetragen. Ja. Was hast du? Da war wieder einer ohne Sprache. Ja. Was wolltest du machen? Der war so erstaunt über deine Kamera, dass er nichts rausgekriegt hat. So. Der richtige Weg ist es. Dann müssen wir gleich rechts. Nee. Ein kleiner Ausgang, dann wird es los. Dann führen wir mich wieder zurück nach da. Jetzt geht es nochmal wieder ganz nach unten. Ja, aber wir werden auch nicht mehr ganz am Kamm Land laufen. Ja, sonst gehen wir ja denselben Weg zurück. Ja, ist so. Ja, da müssen wir halt. Ich habe schon gedacht, dass das hier schon so. Wie es keine Hauptstraße ist. Ja. Sonntags arbeiten, ne? Ja, das sind halt. So. Ich mal da erstmal ein bisschen lang. Ja, ich geh mal vor. Ich trau mich nicht.
Du willst wieder nur... Natürlich, natürlich. Mensch. Sonst hätte ich heute Schlittschuh mitgebracht hier. Ja, den können wir jetzt erstmal gehen. Kommt halt keine Sonne hin. Oder wenig. Ja, gefrorene Scheiße liegt hier aber. Möglich. Doppelzaun. Eine kleine Hütte, oder? Ja. Maschendrahtzaun. Ich muss jetzt auch ein Lied machen. Was ist das für ein Scheiß? Gute Frage. Ja, das ist ein Bunker. Ein Bunker bestimmt. Vorne müsste dann ja eine Tür sein, oder? Das sehen wir ja gleich. Das sehen wir ja gleich. Das war ja auch irgendwie irgendwas mit Wasser. Keine Ahnung, Wasserreservoir oder so. Ja, irgendwas mit Wasser, aber die Tür, die haben sie zugemauert. Es sei denn, auf der anderen Seite noch nicht zugemauert. Wolltest du gucken gehen? Ach komm, ja. Weil irgendwo muss da eine Tür sein, sonst hat die Tür ja keinen Sinn mehr. Ja, ja, vielleicht wollten sie es nur nicht abreißen und haben einfach nur die... Das interessiert mich jetzt. Oder war da wirklich... Nee, ist nix. Alles zugemauert. So das denn? Tja. Oder oben ist noch ein Eingang. Ja. Dann müssen wir jetzt wieder rausgehen. Ja, dann kletter mal rauf. Ja. Ah, ne, ist zu, ne? Ja, da ist zu. Ja, vielleicht sind die auch miteinander verbunden, unterirdisch, keine Ahnung. Was? Das Gebäude da hinten. Das Gebäude da hinten. Man sieht ja, dass da schon mal eine Tür war. Ja, ja. Und die ist ja. Das sind ja kleine Backsteine oder Ziegelsteine. Das sind Kalksandsteine, sind das. Ja. Die werden zu lange, das hätten wir nicht gebaut. Keine Ahnung, was da mal war. Kein Blume. Punkt mehr. Ja, mach mal ein. Findet. Genau. Hallo.
Hier, ein Ferienhof. Ja, trotzdem will ich erstmal gucken hier. Lass den Tieren ihre Ruhe, bleib auf den Wegen. Lass den Tieren ihre Ruhe, ich bin da auch für. Ja, siehst du, Ferienhof, Kröger. Bleib auf den Wegen. Kannst du Tristan hinbringen, kann ein bisschen mit der Pferde reiten und so. Tiere füttern. Noch so ein Gebäude. Das ist mal mit dir. Ich glaube, der ist ein bisschen zu alt für, wa? So. Mahlzeit. Wir wollen nicht so miese Petrisch sein wie du. Guck mal, das ist. Guck mal, wie alt die Bank wohl ist. Die ist vielleicht noch älter als die von vorhin. Ja. Aber. Der hat sich doch erstmal amüsiert über die Kamera, der mit der Nase im Kopf ist. Er hat gesagt, jetzt komme ich im Fernsehen. Ja. Nein, du kommst nur auf YouTube ins Video. So. Hier, nimm mal bitte die Kamera. Ich kann auch mal ein bisschen was tun hier. Ein ungewohnter Job hier. Halt, mach das vernünftig. Komm mir vor. Wie der Fackelträger für Olympia. Ist kein Wunder, dass er eben gegrinst hat. Die Fackel, die muss auch 1000 Kilometer transportiert werden. Das muss einer üben. Taschentücher von Achim von vor 4 Wochen oder so. Guck mal, so sparsam gehe ich damit um. Ja. Ich habe nur noch eins. Oh, jetzt aber. Pferde. Oh, jetzt bin ich Angst. Ja, geh mal ganz links oder ganz rechts? Ganz links. Mahlzeit. Wir haben es überlebt. Ja. Wir sind uns nicht angesprochen. Du machst das doch schon ganz gut so als Kamerakind. Ne? Eins. 2 oder 3, du musst dich entscheiden. Was denn? Achim! Ach, guck mal. Heute! Unser heutiges Kamerakind ist Achim! Ja, eigentlich ist es ja eine Frechheit, dass du mal alleine trinkst, ne? Ja. Deinem Kollegen hier mal fragen, ob er vielleicht auch was will. Ach, möchtest du was trinken? Ja. Ja, dann. Dann an der nächsten Bank. Du musst ja auch nicht so schwer arbeiten wie ich, deswegen, ne? Ich brauche halt mehr Wasser. Mehr Wasser. Was haben wir denn hier? Ja, ein Feld. Irgendein Feld. Das ist das Bergmannsweg. Oh, hier geht's runter. Okay. Ach, das waren vielleicht Schächte da hinten, Achim. Hörst du? Hörst du da hinten, wo wir eben waren? Vielleicht ging's da runter. Genau so wird's sein. So. Die unterirdischen Schächte und Stollen mit der grünen Zeche. 1790. Alter Falter. Das ist aber schon ein bisschen länger her, ne? Jo. Die hätten, glaube ich, auch kein tolles Leben gehabt. Ja, ne? Was denn? So. Was haben wir denn hier? Guck mal. Ja, musst du durchgucken. Ich hab schon mal. Ja, ich gucke ja durch. Und. Kommst du nicht so tief oder was? Doch, na, hallo, ich komme ganz hier. Ich bin schon ganz unten. Was soll ich denn jetzt gucken hier? Ich sehe da hinten den Dingens und fertig. Ja, alles gut. Kommst nicht so tief. Alter. Das kommt, Mann.
Ich mach 50 tiefe Kniebeugen. Das machen wir. Ich mach 50 tiefe Kniebeugen. Ja. Die machen wir erstmal nach, Alter. Ich bin nur Kamerakind. Das kann ja, ich schon klar. Nur 5. Glaube ich auch. 50 sage ich nur. Mit dem Hintern auf der Hacken unten. Mahlzeit. Wie die sich alle freuen, mich zu sehen. Hast du gesehen? Ja, auf jeden Fall. So. Ja, siehst du. Hier ist schon wieder ein Schacht. Ja, jetzt wissen wir auch, was das ist. Ja, wo manches zugemauert ist. Zugemauert und zugeschlossen ist. Ja gut, wenn nicht, dann würden sich da ganz schnell irgendwelche dummen Wanderer dran. Naja, wahrscheinlich eher so diese Lost Places Sucher und so, weißt du. Oh, das ist ja auch schon wieder. Ja, der sieht aber gar nicht so alt aus, der Schacht. Ja. So, wir müssen jetzt auch ein bisschen aufpassen, gerade einmal. Wir müssen ja gleich auf zurück, wir können gleich zurück auf unsere Tour. Oder? Ja, nicht oder. Ach so. Also nicht, das war jetzt nicht außer, wir können zurück auf die Tour. Nee, ja, bis zur Dings, dann gehen wir hier noch weiter. Für mich hörte sich da gerade noch eine Frage an. Nö, oder? Da ich der Navigator bin. Ja, brauchst du ja nicht fragen. Genau, siehst du. Ja, wir sind hier ja in einer Monarchie scheinbar hier. Hier entscheidet nur einer. Gut. Mann, ich armer unterdrückter Bürger, Mitwanderer, Kamerajunge, Kameramann. Ah, guck mal. Das ist schon sehr lichtig hier, die ganzen Bäume schon weg. Guck mal, da oben fährt ein Fahrradfahrer, siehst du? Deine Freunde. Hm? Ja. Ach, gestern hatte ich wieder so eine Dokumentation über die Diesel-Affäre. Ja, das ist halt das Traurige. Ja, zumindest den teilweise Politiker, also. Nicht nur Politiker und die Firmenboss auch. Ja, nicht. Das ganze Geld wegnehmen. Ja. Angeblich gibt es rechtlich keine Grundlage, die Autoindustrie zu verpflichten, die Umbauten zu bezahlen. Es gibt wohl jetzt eine Möglichkeit dafür. Du kriegst bis 90-95% der Dieselabgase kannst du durch diese Umbaumaßnahmen halt reduzieren und dann bist du wieder in diesem Bereich drinne. Kostet aber pro Auto zwischen 1,5 und 3.000 Euro. Das ist gar nichts für die. Wir haben noch Kohle genug. Ja, für die nicht. Aber für jeden normalen Familienvater ist das aber ein Schweinegeld. Die musst du erstmal verdienen, das Geld. Und überhaben. Also das ist ja. Ne? Und ja, die andere Sache ist dann, jetzt können sie die Autoindustrie wahrscheinlich nicht dazu verpflichten, irgendwie rechtlich. Diese Gesetze ändern, auch das gut. Ja, muss man halt, ne? Ja. Aber dann ist dann wieder so die SPD, ja. Ja, da ist eine große Koalition. Nee, also die SPD sieht das schon, die Autoindustrie in der Pflicht. Ja, die CDU, ja die letzte Verkehrsminister, der jetzt ja im Grunde genommen auch noch Sprecher für die Autolobby ist, also geht gar nicht, ne? Ja, die tendieren eigentlich eher für die Softwarelösung, ne? Weil es natürlich auch sehr viel günstiger ist
Alter, ich kriege eine Krise. Dieses Pack, ey. Sollte man an der Wand stellen. Entschuldigung, war jetzt nicht so gemeint, aber bildlich. Schwedenfrieden. Ja, Schwedenfrieden. War hier ein Krieg und dann wurden mit den Schweden, oder wie? Oh, ist hier was los? War hier was los? Ja, aber dich interessiert das ja nicht. Du hast ja keinen Diesel, ne? Interessiert das natürlich auch. Was glaubst du denn? Aber wenn du das siehst, auch so, dann waren dann halt auch viele Anwohner in so Städten wie Dortmund und so, ne? Wo die Autos, also quasi riesen breite Straßen halt. Ja. Oh, der. Ich höre einen Specht schon wieder. Specht, ja. Ja, wir müssen hier nicht her. Guck mal, da hinten, da waren wir doch. Da hinten ist übrigens der Turm vom ersten Video, was wir nicht aufgenommen haben. Wir können zurück. Okay. Biergarten ist uns verboten. Ja. Ja. Ich sehe nicht auf. Ich habe mal genossen. Hält sich ja auch in Grenzen, obwohl es geht. Ja, schon okay. Hier wird Energie verschwendet, wie man sieht. Tja. In die Uhrzeit müssen natürlich keine Lichter mehr brennen. Ich wollte sehen, das noch richtige Glühbirnen, ne? Ja, alte, ne? Ja. Ja. Ach du, die heizen die Umgebung und deswegen ist das hier so warm, du verstehst das nicht, das ist die Sache. Weißt? Eigentlich müsst ihr sofort ein Foto machen und dann für abziehen. Ja, das stimmt. So. Schwedenfrieden, Restaurant, Biergarten, Hotel. Ab 13 Uhr haben die auf. Samstag, Sonntag, Feiertag ab 10.30 Uhr. Mahlzeit. So, wo müssen wir her, Achim? Einfach wieder zurück oder was? Nein, zurück nicht selber schon, weiter gelaufen. Guck mal. Das ist die komplette Gebiet hier in Nordrhein-Westfalen. Wiengebirge, Teutoburger Wald ist hier aufgezeichnet. Das ist eine schöne Karte, muss ich sagen. Achim, hast du die fotografiert? Ja, das mache ich. Die haben wir von unserem kompletten Einzugsgebiet hier. Der Deister ist da nicht drin, ne? Der fehlt. Ja, der ist ja oben rechts. Das ist doch cool. Sehr schön. Ja, wir sind in Halle. Guck mal, das ist ja jetzt da unten, Bielefeld-Halle. Siehst du, Westfalen, ja. Was du eben sagtest, ja. Borkholzhausen waren wir ja. Ne? Schöne Karte, aber die gibt es im Internet in groß auch. Borkholzhausen mit diesen... Ja, mal mit diesen Terra Vita, Pump Vita, das... mit dem Grafen der Ravensburg, weiß ich nicht. Mein Freund. Ja, dein Freund, ja. Ja. Okay. Ja. Der Kompass dreht sich noch, der Kompass dreht sich noch. Dreht sich verkehrt, darum gehen wir erstmal geradeaus. Okay. Kann nicht sein, dass wir jetzt zurückgehen müssen. Jetzt habe ich außerdem auch jetzt wieder den blauen Zeiger, warum auch immer. Da muss ich auch mal googeln. Warum das so ist, ja. Also hier, auf jeden Fall sind wir hier falsch. Hier geht es ja voll über die Felder, da habe ich ja. Ja, hier sind wir auch falsch. Wir müssen. Muss ich mein Navi rausholen? Die Richtung, am Wald vorbei. Hier, da sind wir. An der linken Schwedenschanze vorbei. Der hat eben gewechselt und hat mir das falsch angezeigt. Ja, denn. Hätte mir gewundert, weil da hinten ist ja. Ja, ja. Da müssen wir ja auch wieder in die Richtung hin. Von da aus kommen wir ja. Obwohl das jetzt noch extrem weit weg aussieht, ne? 10 Kilometer. Ja. Noch. 10 Kilometer kann nicht sein, Alter.
Das ist immer cool. 10 Kilometer, ey. Wohin hatten wir 8 gehabt? Vor 5 oder 6 Kilometern. Dann machen wir heute 30 oder was? Na, 16 ist irgendwas. Ja, das ist ja auch okay. So, jetzt sind wir richtig. Auf einmal, guck mal, wie von Zauberhand. Blau heißt, wenn wir von der Strecke runter sind, ne? Oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Ach, dann weiß ich es auch. Wenn wir runter sind, wahrscheinlich ganz zeitig, was denn auch. Aber jetzt gehen wir lang. Und drin brennt auch überall Licht. Ja. Aber Hotel ist hier auch noch. Ja, stand da eben zumindest, aber. Na gut, der Zustand ist auch nicht mehr ganz so gut. Ja. Ja, aber sowas im Schuss zu halten, ja, ist schwierig. Aber wenn man natürlich das Geld verpulvert an den Lampen hier. Das stimmt. Diesen altmodischen. Ja, das ist wahrscheinlich nur noch durch irgendwie, wenn irgendwelche Events sind und oder so. Mit Sicherheit 40 Watt. Aber Gott, irgendwann gehen die auch mal aus in 20 Jahren. Sind die auch kaputt. Das stimmt. Das stimmt. Ach, die kannst du doch im Ausland mit Sicherheit noch bestellen. Ja. Überall. Ja. So. Warte. Ich hab auch was gehört. Ja. Oh, hier ist eine schöne Schlittenbahn als Kind hier. Da hätte man schön runterfahren können. Geile Sache. Guck mal hier, bis hier unten runter. Alter, das wäre der Vorhammer. Ey. Du kommst immer noch. Ja. Naja. Ja, ja. Du musst den passenden Schnee haben, ne? Muss ein bisschen mehr sein. So, das ist der Akku. Oh, 4% noch. Und wir haben 59 Minuten aufgenommen. Also, diesmal hat es geklappt. Ein bisschen von der Tour ist gerettet. Ja. Auch wenn die Highlights jetzt vorbei sind. Dann gehen wir jetzt halt nochmal an den Highlights vorbei hier. Theoretisch könnte man eigentlich vorbeigehen. Aha. Oh, hier oben wohnt auch einer. Guck mal. So ein einarmer, ein einsamer Almöhi oder ein Einsiedler, der genug von der Gesellschaft hat. Oh, jetzt fängt der Aachen schon an zu joggen hier. Jetzt geht, und gleich liegt er, gleich haben wir ihn. Heute kriegen wir es vielleicht doch noch. Hier, ach, eine Waldtoilette. Rechts. Oh, voll eine coole Wichser. Ja, meine Güte. Das war fies, ey. So, wir sind wieder auf Gang und Drang. Guck mal. Ja, guck mal, haben wir schon. Ja, aber da hinten, da werden wir abzweigen und lieber ein bisschen parallel gehen. Okay. Und dasselbe wieder sehen. Ja. Können wir ja machen.
Hallo. Boah, ich würde sagen, wenn das ein Fuß ist. Ja, der hat genickt. Hast du es nie gesehen? So mit der Augen so. Der hat halt keine Luft mehr. Hat sich aber richtig angestrengt. Mensch. Ist doch gut. Aber du läufst auch nur, konzentrierst dich da drauf, dass du dein. Die Atmung ist halt so. Du siehst doch, du konzentrierst dich aufs Laufen. Ja, ist du so. Siehst von der Natur. Nee, siehst du nicht. Das ist richtig. Das ist scheiße, ist das. Ja, ist doch die Frage, was hast du für Ziele? Willst du dir die Gegend angucken? Dann läufst du halt so nicht. Das ist doch mal ganz klar. Dann wanderst du halt. 2 Kilometer können wir jetzt hier. Also 2, 3 so, ja. Ist ja auch. Du rennst ja auch. 2 Kilometer. Du rennst ja auch immer an allen möglichen Scheiß vorbei, ohne dir das vernünftig anzugucken. Hast du ja keine Zeit. Also. Ja, ist doch Käse. Ja, du, wenn der das doch will, zwing ihn doch nicht deine Wünsche auf. Ich kann doch nur Vorschläge machen. Ja, das kannst du natürlich machen, aber du, mir musst du die ja nicht machen. Du musst hinter dem jetzt hinterherlaufen und dem auf ihn einreden. Ja, und hier haben wir wieder eine tolle Bank. Die ist sehr hoch. Ich glaube, ja. Punktemäßig habe ich heute 100 Punkte gemacht. Oh, ja, schmeiß dein Handy erstmal weg. Dann hast du einen Grund, dir ein S9 zu holen mit denen. Habe ich heute geguckt, was das kostet. Und? Als Update bei mir. Naja, die schreiben ja bis 450 Euro. Okay. Das ist für dein altes. Ja. Aber da muss das in einwandfreien Zustand sein. Meine 2 Kratzer kosten schon mal 55 Euro weniger. Oh. Und okay. Dann kriegst du noch 400 Euro. Und was musst du beilegen? 500. Ja, was hast du, aber hast du mal geguckt bei eBay, was dein Handy noch, was du dafür noch kriegst? Ja, noch weniger. 200, 300. Echt? Mehr gibt's dafür nicht? Nee. Oh. Das ist jetzt total ein Killer, der Preis. Fürs S8 Plus. S8 und S. Ja. Also. Shit. Ja. Shit happens. Satz mit X? Ja. Das ist nix. Genau. Da hat mir jetzt ein bisschen Polierpaste. Mal bestellen, kostet 5 Euro, kann man probieren. Ja, ob man nur Kratzer so halbieren kann, wahrscheinlich den einen ganz und den anderen so ein bisschen. Und dann ist das nur Picobello. Scheiß das auf die Kamera. Ja. Ja, wie gesagt, ich weiß so wenig, ob man das so. So sehen würde, ich sag mal. Deswegen habe ich jetzt ein halbes Jahr, da muss ich doch jetzt nicht das nächste kaufen. Ne? Nein, nein. Also irgendwo, nee, ein Jahr habe ich. Wollte gerade sagen, ich habe meins ein halbes Jahr. Ein Jahr habe ich das jetzt. Ich habe meins im. Ja, Vertrag geht 2 Jahre, also warten wir noch ein Jahr, nehmen wir das S10. Ich habe meins im November geholt oder so. Das ist gleich leer. Nee, das war nicht, das die. Wir haben noch keine Bank. Ja. Ja, sieht so aus. Alter, da wohnt doch wohl keiner mehr, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch einer wohnt hier. Ist das nur eine Scheune oder sowas? Ja, ich denke ja auch. Naja, also muss er irgendwo einen Grund haben. Ja, dann lies es doch mal nach. Hä? Dann lies es doch mal im Forum nach. Ja, aber die Geschwindigkeit ist schon zu gering. So, weiß ich nicht. Schlecht, okay, links kannst du jetzt ein bisschen was nach unten sehen. Aha. Das geht besser wie. Es gibt schlimmere Wege. Jo.
jetzt mal wieder für das Handy, ey. Das ist eine Freche. Ja, hallo, da hat man nicht gerade gestern noch drüber gesprochen. Ich sage, wenn du dir ein iPhone kaufst, da hast du nicht so einen hohen Wertverlust wie bei den Samsung-Geräten. Das ist halt so. Die sind irgendwie preisstabiler, die mit Klamotten. Oh, unten oder oben? Ja, keine Ahnung. Kalt oder warm? Kalt, da ist warm. Ach was? Kalt oder warm? Ja, ich würde mal sagen, ist egal. Also mir zeigt er den an. Was? Den oberen hier. Ja, würde ich auch nehmen. Ich würde ja immer den oberen nehmen. Ja. Das ist gut für die Beine, Oberschenkel, Waden, ja, Muskulatur aufbauen und heute Abend viel Eiweiß essen. Defekte Knie wird da wieder richtig. Ja, bestimmt. Ja, aber es geht, ich muss sagen. Das wirst du heute Abend merken, ne? Meinst du? Ob es ging oder nicht. Ja, das ist, wenn du läufst, merkst du das nicht. Ja, gut, wenn du zur Ruhe kommst. Sturz auch nicht gemerkt. Ja, ist halt so. Ich bin so allmählich zu Hause an. Wenn du nachher zur Ruhe kommst, dann wirst du sehen, ob es gut war oder nicht. Wir haben das richtig geschmeidig gemacht. Hey, 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 hey. Das zum Thema geschmeidig, ne? So, jetzt geht's mal wieder hoch hier. Schön in den Wald rein. So lieben wir das. So lieben wir das. Ja, auch ganz easy. Für alte Leute ist das hier. Ja, ist wieder hier hinten rechts. Ja. Gänse oder sind das? Hört sich so an, ne? War da ein bisschen viel. Ja. Hey, hier wird wieder glatter. Die klopft an. Was? Die klopft an, die Verwandtschaft. Nein, die klopfen eigentlich nicht an. Die sind heute nie unterwegs. Da weiß ich nicht, keine Ahnung.
hab ja gefragt, aber ich weiß nicht, wird wahrscheinlich schon einer geantwortet haben. War heute richtig ruhig, aber ich denke, die haben gestern alle gut wegschnabuliert. Vom Alkohol gefroren. Ja. Was sind das? Haben wir alles für Käfige da unten? Ja, da hinten hinterm Haus sind Käfige. Hm. Die Hütte an sich da hinten ist nicht schlecht. Ja. Das sieht aus, als wenn die irgendwie Hunde haben oder so, ne? Sieht aus wie Hundekäfige, oder? Was sind das? Zwinger, würde ich auch sagen. Das sind Zwinger. Nicht Zwinger-Club, aber Zwinger. Ja, ja, das ist schon klar. Ha. Ja. 6 Grad. Station, ne? Plus? Oder was meinst du? Ich glaube nicht. Aha. 11 Kilometer haben wir. Was? 11,2 Kilometer haben wir. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Zweieinhalb Stunden unterwegs. Was haben wir denn da? 10 Uhr, 11 Uhr, 13 Uhr. 13 Uhr haben wir dann, ne? Was? 13 Uhr müssen wir haben, ne? Ich gucke. Schon klar. Ja, guck mal. Fast. Ja. 3 Stunden, 10 Kilometer noch. 15 Uhr, 16 Uhr draußen. Aber 10 Kilometer noch wäre natürlich happig noch. Ja, die werden wir glaube ich auch nicht haben. Was? Jetzt haben wir jetzt nochmal 6 zu 7. Na, dann machen wir hinten auch noch einen Bogen. Also, kein Problem. Wir sind ja freie Männer. Frei. Frei. Im freien Wald. Noch sind wir frei. Ja, eben. Noch sind wir frei. Guten Sonntag. Ich bin nicht zu Hause. Komm doch mit. Und? Nee, zu kalt. Zu kalt. Die wartet noch besser. Okay. Ja, dann sinkt natürlich die Geschwindigkeit. Echt? Die ist so beschissen, ich komme mal rüber.
Aber Strom ist das bestimmt nicht. Stromkabel. Nein, bestimmt nicht. Da oben ist noch eine Tonne, siehst du? Jetzt mal gucken, was da drin ist. Nee. Ich krieg doch nicht jedes Loch. Das müssen wir, das ist unsere Pflicht. Ach so, ist das. Bleiben wir unten oder rechts? Hoch. Rechts, ja. Nix. So. Ja, hier sind ein paar Wege. Ja. Ich muss den Akku gleich wechseln. Gib doch mal mein Wetter. Ja, muss man mein Ding jetzt irgendwo hinstellen hier. Ja, wir müssen natürlich hier hoch. Ja, ist ja wahrscheinlich logisch. Ganz hoch, sondern...